Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bioshock. Und ich bin, ja, ich muss sagen, ich bin ein wenig raus. Mal gucken. Okay, so war ducken. Wie war nochmal? Muss ich mal springen? Okay, maximale Gesundheit erreicht. Okay, wechsle ich nochmal die Waffen. Ah, so war nachladen? Ja, nee. Hä? Wie war denn mal Waffen wechseln? Huch. Wie wird man nur so wie ich? Ich habe den ganzen Tag mit Genen zu tun. Und niemals entdecke ich darin die Anlage der Sünde. Ich könnte es ja auf die Deutschen schieben. Doch um ehrlich zu sein, ich habe in den Unmenschen im Straflager weniger Peiniger gesehen, als vielmehr Gleichgesinnte. Die Kinder, die ich missbraucht und verunstaltet habe, wecken etwas in mir, das für die meisten Menschen etwas Schönes und Natürliches ist. An mir jedoch ist diese Eigenschaft unerträglich. Ich spreche von Mutterinstinkt. Ja, so, dann gehen wir mal weiter. Guten Morgen, Jerome, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show, zum Live-Let's Play von Bioshock. Wir spielen weiter. So, jetzt geht's zum Farmer's Market. Ich bin sehr gespannt, wo wir da hingelangen. Oh, und ich freue mich schon auf die anderen Teile. Vor allem auf Bioshock Infinite. So, lalalala. Dann gucken wir mal. Ich bin am überlegen, ob ich nachher dann Homefront sogar im Stream weiterspiele. So. Aber jetzt schauen wir erstmal. So. Hallo, meine Freunde. Okay, ist ein Wiederbelebungspunkt. So wurden also die Bäume hier gezüchtet. So. Julie, meine Liebe, ich versuche hier ein Geschäft zu führen. Wenn du unbedingt was von meinen Bienen willst, dann muss ich dir das Vergnügen ab jetzt in Rechnung stellen. Falls ich noch einmal rauskomme und dich hier bei meinen Bienenstöcken erwische, hole ich meine Schrotflinte. Und was deine Frage angeht, ja, meine Tage auf der Imkerschule sind lange her. Aber ich erinnere mich durchaus an die Sache mit dem Enzym, von dem du andauernd quatscht. Eieiei, Bienen. So, Ziel aktualisiert. Besorge 7 Enzyme. Oben. Lala. Ja, jetzt geht's aber zur Sache hier. Alter Schwede. Was ist denn hier los? Wo bist du? Wir erledigen dich, wenn ich dich nicht finde. War hier nicht gerade noch einer? Boah, die Mucke dabei. Zirkus der Werte. So. Oh. Eve, Level 2. Steigen Sie als Eve mit jedem Verbandskasten, indem Sie das neue Eve Link 2 benutzen. Beim Besuchen der Welters oder einer Leiche kannst du noch einmal suchen. Ja, benutze ich jetzt nicht so sehr. Ich mach das mal. So. Habe ich sonst irgendwas? Nee, eigentlich nicht, ne? Hallo! Oh Gott. So, weg ist er. So. Lalalalalalalala. Was? Was? Oh, da war... Da war eine Kamera. Ich muss aufpassen. La, 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 la. Alter, diese Musik. Oh, ich gar nicht gesehen, was hier los ist. Um Gottes Willen. Oh, ein Ziel. Den hacken wir mal. Das ist gemein. Das ist sehr gemein gerade. Das kann ich schon... Ich glaube, das kann ich vergessen, oder? Oh Gott, wo muss ich hin? Da unten. Oh Gott. 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 Boah. Geschafft. Sehr schön. Stickstoffgranaten haben wir wohl voll anscheinend. So, hier war irgendwo eine Kamera. Ich frage mich, wo?
hier oben anscheinend. Da, ah, da. So, die machen wir mal weg. Dann haben wir sie. Was haben wir hier? Zigaretten, ne, brauchen wir nicht. So, wir müssen hier lang. Hier. Ah, Tatsache. Für so leicht. Ich brauche Okay, warte mal eben. Das war nicht sehr gut. Ob das so gut war? Oh Gott. Ich glaube, das war keine gute Idee. Oh, der ist fast down. Toll. So. Okay, ist ein bisschen. Ich rette sie mal eben. Nein, nein! Alter Schwede. Doch. So. So, wo ist jetzt hier der. Danke. Das tut verdammt weh! Alter. Alter Schwede. Geht ja ganz schön zur Sache hier. Hätte ich jetzt mal nicht gedacht. Okay, nehmen wir mal Medipack. So, was haben wir hier? Ah, hier waren wir schon. Okay. So, da ist wieder eine Kamera. Hier ist eine Granate. So, was haben wir hier? Destilliertes Wasser, nehmen wir mit. Ein Tonband. Nach 10 Jahren auf dieser Müllhalde habe ich mich an einen sehr niedrigen Lebensstandard gewöhnt. Aber selbst in einem so miesen Aquarium braucht ein Mann gewisse Prinzipien. Dieser erbärmliche Trudekühl drüben in der Whirly Winery schüttet jetzt Wasser in seinen abscheulichen Wein. Wasser! Als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er geantwortet, Pierre, keine Sorge, es ist destilliertes Wasser. Es könnte schlimmer sein. Ich könnte einfach mehr Wasser nehmen. So, die Kamera war auch. Ziel aktualisiert, besorgen 7 Einheiten destilliertes Wasser. Okay, davon haben wir ja schon eine Einheit. So, nochmal eben hier schnell durchgucken. Schrauben, ja. Hier ist nochmal ein Safe. Okay, der ist leicht zu hacken, angeblich. Angeblich. Okay, das klappte gut. Wir müssen nach unten. Okay. Nein, das muss hier hin. Brauch noch irgendwie eine. Oh Gott, eine Gerade gibt's nicht. Doch hier. Oh Gott. Dann brauche ich jetzt so ein. Und so ein. Jawohl. Alter Schwede. So. Hier ist. Wo ist das denn? Okay. Ansonsten ist hier aber auch nichts drin, außer irgendwie Leichen, die hier einfach rumhängen. Hallo? Ich würde mich gerne ducken, danke. So. Okay, ich geh erstmal hier gucken. Ist das das, was du willst? So, weg ist er. Oh, hübsch ist es hier. So, was haben wir hier Schönes? Ah, hier waren wir schon. Nochmal Schrotflintenmunition, das ist sehr schön. Film. Limit erreicht. So, gucken wir mal. Verbandskasten können wir immer gut gebrauchen. Erstaunlich, aber für dich bin ich schöner als die Garbo. Na gut. Echt? Jesus liebt mich. Was ist das? Ich schicke dir Seuchen. So komm ich nicht an dich ran. Nein, nicht so. Er schickt mir Seuchen. Jawohl. Nein. Ich bin das. Wo willst du hin? Ich. Wo willst du denn hin? Meine Güte.
Gibt's doch gar nicht. Ach, jetzt. Da. Ja, auf damit. Wow. Was ist denn hier los? Oh, jetzt geht aber hier zur Sache. Alter Schwede. Was ist denn hier los? Was ist ein Stress jetzt gerade? Oh, da würde ich gerne rein. Wie kriege ich denn... Ich höre schon wieder jemanden laufen. Wie kriege ich denn... Uah. Schon wieder destilliertes Wasser gefunden. Sehr schön. So, was haben wir denn hier Schönes? Hm, Lazarus Vector, Auto Hacker. Kostet 2. Anti-Person, Explosivgeschosse. Ja, Auto Hacker und hier Explosivgeschosse. So, hier sind Fallen. Nicht reinlaufen, ganz wichtig. So, was haben wir hier Schönes? Bandagen. Nehmen wir mit. Wo kommen wir? Hallo. Ein Tagebuch, ein weiteres. Heute beim Spazierengehen traf ich zum ersten Mal auf 2 von ihnen. Er, ein schwerfälliger Taugenichts in einem stinkenden Taucheranzug. Und sie, eine ungewaschene Göre in einem verdreckten rosa Kittel. Sie hatte eine ungesunde Gesichtsfarbe, grün und morbide. Ihr Verhalten war auch alles andere als angenehm, als ob sie gar nicht an diesen Ort gehörte, an dem wir leben. Ich weiß, dass Kreaturen wie diese gebraucht werden. Ich wünschte nur, sie hätten ein angenehmeres Äußeres. So, hören wir uns das andere Tagebuch auch nochmal eben an. Eines der Mädchen kam und setzte sich auf meinen Schoß. Ich habe sie weggestoßen und geschrien. Hau ab! Ich sehe, wie ihr das Adam grün und dickflüssig aus dem Mundwinkel quillt. Die dreckigen Haare, die ihr ins Gesicht hängen. Die schmutzigen Klamotten. Dieses tote Glimmen in ihren Augen. Da empfinde ich Hass. Wie noch nie zuvor in meinem Leben. Bitter bösen Zorn. Ich kann kaum atmen. Und auf einmal wird mir klar, dass es nicht das Kind ist, das ich hasse. Wo ist denn die Little Sister? Ist das der, den wir schon haben? Oh, oh, das war vielleicht nicht so. Nein, was mache ich denn? Uah. Nein. Uah. Ob das so eine gute Idee war, sich mit Big Daddy anzulegen? Ich weiß es nicht. Wow! Hilfe! Hilfe! Warte mal, geht das damit auf? Oh, ich muss nachladen. Oh. Wieso stirbt er nicht? Boy! Alter, der ging ja ab. Alter Schwede. So, da war eine Batterie, nehmen wir noch mit. Okay, ich bleib aber bei der Flinte. Ich hab gehört, dass die Riots Raiders spielen. Auf keinen Fall, Jim. Es ist gefährlich. Hast du nicht gehört? Atlas-Banditen sind überall. Augenblick mal, okay, ja? So. Wir bräuchten... Wenn du kneifst, gewinnen die Banditen. Fahr mit deiner Familie nach Fort Frolic und Arcadia. Wir bräuchten definitiv mal ein Medipack oder so. Okay, wir müssen hier lang, glaube ich. Kann das sein? Vater!
verlassen! Die spawnen immer wieder, kann die Gegner, glaube ich, kann das sein? Ich glaube, die... Okay. Ich gehe mal eben hier hin, hätte mal den Automaten. Oh Gott. Ich hoffe, ich gehe den Weg richtig. Oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist noch so ein Ding. So, nach oben ist richtig. Wir müssen ja nach oben. So. Oh nein. Das war doch irgendwie klar. So, jetzt nochmal nach oben hier. Dann hier. Dann... So, dann brauchen wir den noch. Nach hier und dann müssen wir noch den da oben, dann haben wir es eigentlich. Jawohl. So. Willkommen im Zirkus der Willkommen-Wieder, wenn du Geld hast, Kumpel. Komm wieder, wenn du Geld hast. Ich habe genug Geld. So, im Zirkus der Werte. Da-da-da-da. So. Dann gucken wir mal. Der Parasit verbreitet ständig Gerüchte. Ja, das war's mit dem. Glaube ich zumindest. Kannst du mal aufhören zu brennen? Danke. So. Aua, Alter. Uah, Alter. Uha. Alter. Uha. Und irgendwelche Wespen. Ausstreuung benutzen. Ah, okay. Jetzt haben wir hier Napalmgas haben wir gefunden. Es sieht aus, als würden wir hier gleich Gesellschaft kriegen. Wir kriegen vor allen Dingen Gesellschaft bekommen. Oh, wir sollten es vielleicht ein bisschen beeilen. Oh, aber sonst die Wespen kommen. Oh, 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 eieieiei. Ich glaube, das geht hier zu Ende, ne? Kann das sein? Müssen wir die Wespen zerstören? Das war nicht sehr gut. Ding! Okay, damit die Wespen verschwinden, müssen wir das Gas halt aktivieren. Aber was muss ich denn machen? Ah, Bienenstock. Achso. Ja. Gott, oh Gott, oh Gott. So, 4 von 7 haben wir. Alter Schwede. Also es geht doch schon ein bisschen mehr zur Sache. Ich dachte eigentlich, habe ich ganz vergessen. Aua. Das gibt's doch gar nicht. Boah, geht die mir auf den Sack. Alter. Aua. Das gibt's doch gar nicht. Boah, geht die mir auf den Keks. Huch, was ist denn? Sterben die durch die Tür auch? Das gibt's gar nicht. Der stirbt überhaupt nicht. Wo sind denn hier noch... Wir müssen doch irgendwo noch so...
Okay, 5 von 7. Aua, lass das. Aua. Aua, Alter. Oh gut. Okay, machen wir das anders. Das gibt's doch nicht, wieso gibt er denn nicht? So, irgendwo muss hier noch eine Probe sein. Ich bin gerade etwas überfragt, weil ich hier so ein bisschen im Stress bin. Gibt's gar nicht. Ah, hier. Nein. Zum Teufel steckst du! Kann doch nicht sein. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist auch nichts. Hä? Wo soll denn hier noch was sein? Okay. Okay. Kann ich jetzt mal in Ruhe hier gucken? Hier haben wir auch schon alles durchsucht. Bienenstock, Bienenstock, Bienenstock. Mhm. Bienenstock, Bienenstock, Bienenstock. Ah, hier. Ah. 6 von 7. Eine müssen wir noch. Neuer Versuch. Jawohl. 7 Proben. Jetzt können wir weg hier. Ciao. Lass mich durch. Oh, Gott sei Dank. Alter. So, ich muss weg hier. Andrew Ryan stellt dir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch? Adam ist quasi ein gutartiger Krebs. Es zerstört die ursprünglichen Zellen und ersetzt sie durch instabile Stammversionen. Wieso tragen sie diese Masken? Vielleicht erinnert sich ein Teil von ihnen daran, wie sie einmal ausgesehen haben. Und sie schämen sich. Ich kann es dir... Eine Kamera, okay. Wow. Alter. Was ist denn hier los? Wie stressig das jetzt gerade hier ist. Okay, hier ist eine alte Heizung. Destilliertes Wasser. 3 von 7. Die Leitung von Futuristics übernommen hat? Es ist zum Kotzen. Immer mit der Ruhe, junge Dame. Hier liegt noch ein Umband. Die Kinder müssen voll lebens- und funktionstüchtig bleiben, um effektive Adam-Produzenten zu sein. Ich hatte vergeblich gehofft, wir könnten sie in einen vegetativen Zustand versetzen, damit sie gefügiger werden. Mhm. Ich fühle mich in ihrer Nähe äußerst unwohl. Auch wenn sie diese Dinge im Bauch haben. Es sind immer noch Kinder. Sie spielen, singen. Manchmal sehen sie mich an. Endlos lange. Manchmal lächeln sie. Manchmal lächeln sie. So, machen wir mal automatisches Hacking. So, 5 von 7, destilliertes Wasser, sehr schön. Da oben liegt auch noch destilliertes Wasser. Das? Uah! Was ist denn? Komm ich da... Hallo? Na? So, jetzt aber. 6 von 7. Das gefällt mir gar nicht. Du wirst erkennen. Ciao, mein Freund. Oh, ich höre schon wieder Big Daddy. So, ich schau mal. Oh, hier liegt jetzt hier zu Wasser. Sehr schön. Alle Proben haben wir. Hast du schon alle Bestandteile des Lazarus-Vektors gesammelt? Wenn ja, dann such dir am besten eine Werkstatt und setz ihn zusammen. Und dann geh zurück in Langfords Labor und tu das ganze Zeug in die Befeuchtungsanlage.
Das müsste den Nebel eigentlich wegpusten. In die Befeuchtungsanlage.